Scheiß. Das ist tatsächlich gesund und es hält außerdem jung. Richtig gehört, Singen ist Anti-Aging. Ja, Singen macht ja nicht nur glücklich, sondern es gibt Untersuchungen, dass Singen auch jung hält. Erstens einmal gehört es zur jungen Ausstrahlung, dass man kräftige Stimme hat. Und beim Singen wird natürlich die Stimme gekräftigt. Also die Stimmbänder werden stärker, die Muskulatur beim Kehlkopf, die den Kehlkopf runterzieht, wird auch gestärkt. Dann hat man beim Singen ganz eine tolle Körperhaltung, aufrecht, gute Vollatmung, also man ist gut gestreckt. Und eine gute Körperspannung ist natürlich auch ein Thema fürs junge Aussehen. Ob der Ton getroffen wird oder nicht, ist dabei ganz unwesentlich. Zum Welttag der Stimme haben sich Experten am Kepler-Universitätsklinikum getroffen. Die eine perfekte Stimme gibt es nicht. Und jeder Mensch ist einzigartig. Der Stimmklang transportiert oft mehr als die Worte, die wir jetzt inhaltlich sagen. Ja? Und es hat halt jeder seine ganz persönliche Stimme. Es ist der Fingerabdruck. Der akustische. Es gibt keine Stimme, die doppelt ist auf dieser Welt und das macht es natürlich schon sehr individuell. Jeder hat eine Sprech-, Ruf- und Singstimme und jeder hat Stimmlippen. Genannt werden die gerne Stimmbänder und sehen so aus. Sind Stimmlippen angeschlagen, kann die Stimme regelrecht wegbrechen. Aber auch die Psyche kann sie verändern oder vorübergehend löschen. Die Sprechstimme ist weg, nicht immer die Singstimme. Und die limbischen Laute, von denen ich sprach, das Stöhnen, das Jauchzen, das ist da. Und das müssen Sie eben in der Therapie wecken. Also es verschwinden die Kulturlaute, wie das Sprechen und das Rufen, auch das Singen, aber die elementaren archaischen Laute sind da bei der psychogenen Stimmstörung. Also hier sehen wir jetzt schon in die Nase hinein. Also Klappe zu. Klappe zu ist oft sinnvoll. Aber nicht zwingend das, was ich unter Zurücknehmen verstehe. Weil wenn wir uns zum Beispiel auf ein Glas Wein am Abend treffen, reden wir auch entspannter, als wenn wir mit Kamera dabei sprechen. Also Klappe zu kann oft wichtig sein für einen begrenzten Zeitraum, löst aber per se keine Stimmprobleme. Und jetzt schauen wir mal. Sie können gerne am großen Bildschirm mitschauen. Was haben wir noch über? Auf der HNO im Kepler-Uniklinikum wird mit verschiedenen Ansätzen gearbeitet. Und nur im schlimmsten Fall muss operiert werden.